Anastasia Umrig, der Name deutet darauf hin, dass Sie tatsächlich aus Russland, aus Kasachstan sind Sie gekommen ursprünglich. Und Sie schreiben über sich selber auf Ihrer Homepage: Ich habe alle Merkmale eines zur Randgruppe gehörenden Menschen. Weiblich, Ausländerin und auch noch behindert. Und dann weiter: Doch am Ende zählt all das nicht. Deswegen ist meine naheliegende Frage: Was zählt denn dann wirklich? Ja, ist eine super Frage, mit der ich mich tagtäglich beschäftigt habe auf meinem langen Weg. Ich bin jetzt Mitte 30, ich habe das Gefühl, aber ich bin 70. Und ich habe mich immer gefragt, worum geht es eigentlich hier? Weil ich, jetzt gehe ich schon gleich tief ins Thema einmal kurz. Mir sind so viele Menschen begegnet, die top gebildet, attraktiv, wohlhabend, gesund und zu Tode unglücklich waren. So dass ich gemerkt habe, ey, was stimmt hier nicht? Worum geht's eigentlich? Und ich glaube, es geht darum, zu sich selbst zu stehen, egal was ist. Zu sich selbst stehen heißt natürlich dann auch, wenn ich es übersetze, selbstbestimmt zu sein, sich nicht von Äußerlichkeiten abhängig zu machen. Und die Süddeutsche hat sie als Kämpferin für selbstbestimmtes Leben bezeichnet. Sie arbeiten mittlerweile als Coach, als Rednerin, sind Buchautorin. Und es gibt ein Zitat, den Untertitel ihres Buches: Jetzt wird alles gut. Warum ist das der Untertitel? Was wird wann gut? Also wenn Sie als Coach arbeiten, dann sagen Sie ja so: Ich suche eine Richtung und ich kann auch eine Richtung vorgeben oder Ratschläge geben. Also wann wird alles gut? Der Moment, wo man beginnt, ehrlich zu sein. Wenn man sich anguckt und sagt, ich höre jetzt einfach auf, mich selbst zu bescheißen. Ich höre jetzt auf, mich von mir selbst zu verstecken, mich abzulenken aber auch. Sondern ich gucke mich an und sage, ich bin unglücklich. Oder ich gucke mich an und sage, ich bin echt heiß. Obwohl die Welt denkt, nee, bist du nicht. Doch, bin ich. Und der Moment, wo man beginnt, sich selbst nicht mehr aus dem Weg zu gehen, ab dem Moment, egal wie das Leben dann aussieht, wird ab dem Moment gut. Das ist meine Überzeugung. Und auch mein Beweis, ganz ehrlich. Also, ja, genau. Sie selber sind der Beweis. So ist es. Also man kann ja nicht sagen, dass Sie als Kind auf Rosen gebettet waren. Nee. So gar nicht. Sie kamen in Kasachstan zur Welt von sehr jungen Eltern, die schon früh merkten, mit dem Kind, irgendwas ist da gesundheitlich nicht ganz richtig. Also Mobilitätsprobleme mit dem Gehen, mit dem Laufen, mit Packen und so. Und ihre Eltern haben sich sämtliche Beine ausgerissen, um in Russland rauszukriegen, was ist das denn eigentlich? Und sind dann letztlich, als sie 7 Jahre waren, nach Deutschland. Und haben auch da wieder gewartet, wann gibt es eine Diagnose. Und die kam dann, und die heißt schlicht und ergreifend SMA, das ist, wenn ich es übersetze, ganz einfach Muskelschwund. Genau. Eine im Grunde genommen nicht frohstimmende Diagnose, weil es so nicht heilbar ist in dem Sinne. Und der übliche Weg, sage ich jetzt einfach mal, den Sie erst gehen mussten, der übliche Weg ist im Grunde genommen Sonderschule, Behindertenwerkstatt und dann Pflegeheim. So, sagen wir es mal ganz brutal, aber so ist es hier. Ja, das ist so. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich auch, ich war auf einer Sonderschule und habe dann auch ein Schulpraktikum in einer Werkstatt für Behinderte gemacht und musste da Collagen erstellen. Völlig sinnlos. Oder ich musste Papier zählen. Ich habe mich natürlich immer verzählt, weil es so langweilig war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, können wir nicht eine Waage nehmen? Geht doch viel schneller. Und dann haben die gesagt, nee, du sollst es zählen. Wir wollen testen, ob du intelligent bist. Und ich habe gesagt, sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Und ja, das war aber der vorgeschriebene Weg. Und ich war beim Arbeitsamt zur Berufsberatung. Und das war, ja, was wollen Sie werden? Und ich saß wieder, ja, also ich bin irgendwann Autorin, ich bin irgendwann auf der Bühne. Und er guckte mich nur so an, in welchem Leben? Also wovon träumen Sie genau? Und ich dachte nur, ich finde niemanden, der mich versteht. Ich finde niemanden, der mich supportet, der mich erkennt. Und es gab vereinzelt Menschen, die gesagt haben, aus dir wird mal was. Und an diesen Menschen
habe ich gesagt, ja, der Mensch hat mich gesehen, ja. Und ich habe es immer gefühlt auch, obwohl alle um mich herum gesagt haben, hey, akzeptiere doch dein Schicksal. Es ist doch, guck mal, du bist behindert, aber du bist in Deutschland. Es ist doch alles gut. Nein, es ist nicht alles gut. Man muss dazu sagen, Anastasia, dass ihre Eltern letztlich dann doch überfordert waren. Sie saßen ja schon mit 7 Jahren im Rollstuhl und die wussten auch gar nicht, was sie jetzt machen sollen mit einem Kind, das dann eben auf der Sonderschule war und in dem die beiden kaum weiterhelfen konnten. Und sie haben angefangen mit 11 Jahren, also sind schon wirklich stur gewesen, muss man dazu sagen. Ja. Mit 11 Jahren haben sie selber angefangen, Behörden anzuschreiben. Ich will auf eine Regelschule, ich will hier nicht versauern. Und das ist natürlich auch diese konsequente Haltung, die sie schon als Kind hatten, die hat sie ja selber weitergeführt. Sie wurden auch supported, aber sie waren es ja auch selber. Also ich muss tatsächlich sagen, es gab Menschen, die irgendwann beiseite gegangen sind, weil sie nicht mehr konnten gegen mich. Sie konnten gegen mich nicht mehr ankommen. Also ich habe mir wirklich meinen Weg gesucht. Ich habe wirklich alle so lange bequatscht, bis ich Dinge bekommen habe, die ich wollte. Und ja, aber ganz ehrlich, ohne meine Sturheit würde ich heute hier nicht sitzen. Und ich würde einfach nur jedem raten, hör nicht auf die anderen, mach dein Ding. Aber das muss man... In Ihrem aktuellen Buch, in dem Sie natürlich als Coach auch genau beschreiben, welchen Weg Sie auch vorschlagen und was wichtig ist im Leben, blicken Sie auch auf Ihr Leben zurück und erinnern sich auch daran, dass Sie auf der Sonderschule schon gesagt haben, Zitat, eines Tages komme ich groß raus. Ja? Und ich weiß nicht genau, woher diese Zuversicht kam. Denn eigentlich war alles um Sie herum erstmal deprimierend und trotzdem haben Sie nie aufgegeben. Das war ja nicht nur Sturheit. Woher kam dieser unbedingte Wille? Ich habe darauf keine Antwort, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist Veranlagung. Also es gibt ja einfach Menschen, wo eigentlich alles okay ist und die kommen trotzdem nicht hoch. Und dann kannst du denen Angebote machen, du kannst sie motivieren, wie du willst. Die machen einfach nicht. Und dann gibt es Leute, die können eigentlich nicht. Und es wäre für mich teilweise auch leichter, wirklich nichts zu machen. Weil dann würde dieses Äußere mit dem Inneren passen. So wie es aber jetzt ist, passt es manchmal nicht, wenn man innerlich so frei ist und der Körper einen blockiert sozusagen. Und ich glaube, es ist einfach Veranlagung. Vielleicht da glaube ich, ist was dran. Manche Menschen haben auch einfach mehr Energie als andere. Ja. Das ist einfach so und sie scheinen enorm viel Energie zu haben. Und Sie haben ja auch ganz viel gemacht. Sie haben schon mal ein Modelabel gegründet. Dann haben Sie ein Fotoband rausgegeben mit Menschen, die ähnliche Probleme haben wie Sie, um das abzufotografieren, um auch Sichtbarkeit zu schaffen. Was ja heutzutage ein großes, wichtiges Wort ist, dass Menschen, die noch vor Jahrzehnten nicht wahrgenommen wurden in der Öffentlichkeit, nicht für voll genommen wurden, dass die jetzt ihr Recht rausnehmen und sich nach vorne stellen und sagen, hier sind wir und wir wollen gesehen werden. Ja, und ich habe da so eine witzige Geschichte. Ich habe immer gesagt, ich werde irgendwann auf dem roten Teppich stehen. Natürlich hat mich kein Schwein eingeladen. Und dann hatte ich aber diese Fashion Show ja organisiert. Und dann habe ich zu dem Techniker gesagt, mir ist alles egal, aber roter Teppich. Und ich habe mir meinen eigenen roten Teppich da auslegen lassen und dachte, ey, ganz ehrlich, wenn mich keiner einlädt, ich lade euch auf meinen Teppich ein. So sieht's aus. Sie haben eine unglaublich interessante Homepage auch, die ich nur empfehlen kann, auf der ich gestern lange gelesen habe und Sie auch auf der Bühne erlebt habe, wie Sie eine Rede gehalten haben, was ja für Sie auch nicht wenig anstrengend ist. Das muss man dazu sagen. Auf der Bühne alleine dann 17 Minuten frei zu reden, was Sie getan haben, das war wirklich beeindruckend. Und dann, Sie wollen ja Menschen zeigen, die in einer Krise sind. Jede Krise ist eine Chance. Man kann sie nutzen. Vielleicht klappt es, vielleicht aber auch nicht. Und die drei wichtigsten richtige Tipps, die Sie gegeben haben. Darf ich kurz zitieren? Ja. Das erste ist einfach, fühlen Sie. Fühlen Sie. Der Tipp 2 ist, entscheiden Sie. Und der dritte ist, schließen Sie Frieden. Vergeben Sie. Das ist ja was ganz viele Menschen gar nicht können. Sich versöhnen, alte Gräben zuschütten und sich die Hände reichen. Bis in den Tod hinein. Ich wollte von Ihnen wissen, wie ist heute Ihr Verhältnis mit Ihren Eltern? Das hat ja erheblich geknarrt. Ihre Eltern wollten den Traum verwirklichen eines tollen, gesunden Kindes. In Deutschland erfolgreich, hat alles nicht geklappt. Und Sie wollten Eltern, die Sie einfach so akzeptieren und Sie fördern. Ist das irgendwann übereingekommen? Wir hatten eine schwierige Zeit. Und ich glaube, inzwischen habe ich
Also ich glaube, inzwischen sind wir beide sehr versöhnlich miteinander. Und ich glaube, inzwischen sagen meine Eltern beide, wir hätten gar kein besseres Kind bekommen können. Obwohl meine Schwester mindestens genauso toll ist. Okay. Wenn ich so vehement über Krisen schreibe und rede und auffordere, motivieren möchte, muss ich ja selber Krisen erlebt haben. Das ist bei Ihnen nicht schwer nachzuvollziehen, diese ganzen Krisen, die Sie erlebt haben. Welches war Ihre schwerste Krise oder waren Sie schon mal an einem Punkt, wo Sie gesagt haben, nee, ich schaffe es doch nicht, ich gebe jetzt auf und haben sich doch wieder nach vorne gearbeitet? Ja, und wahrscheinlich denken Sie jetzt oder alle Menschen, die jetzt zugucken, es war die Behinderung und das ist definitiv nicht so. Weil es ist viel zu leicht. Oder das ist doch viel zu einfach für mich auch zu sagen, ja Mensch, das Schicksal, ach wie blöd, ja wie blöd. Nee, aber es gibt ja ein inneres Erleben, was unabhängig von dem Körper ist. Und meine Krise war, dass ich dachte, ich suche und ich mache und ich will und ich werde einfach nicht glücklich. Und ich stand irgendwann ja in der Öffentlichkeit, vor 10 Jahren schon mal, und dachte, alle mögen mich jetzt, ich bin sichtbar, aber ich fühle mich nicht. Und das war eigentlich die Krise. Ich wollte mich fühlen. Ich wollte mich als Frau fühlen und als Mensch. Ich wollte meine Wildheit entdecken. Und das hatte 0,0 mit der Behinderung zu tun. Und wie haben Sie es geschafft? Indem ich gefühlt habe, Frieden geschlossen habe. Und was habe ich nochmal gesagt? Menschen. Der zweite Punkt war, entscheiden Sie. Der erste war, fühlen Sie. Also ja. Genau was Sie jetzt gerade erzählt haben. Eine meiner Entscheidungen war, ich dimme nie wieder mein Licht, um andere nicht zu blenden. Das war meine Hauptentscheidung. Dass ich mich nicht mehr so kleiner mache oder mich irgendwo einordne, was die Gesellschaft oder irgendwer von mir erwartet. Das ist auf keinen Fall. Nee, was Sie von sich erwarten. Ja. Wir haben auf Ihr neues Buch hingewiesen, wir haben es eingeblendet, auf die Homepage hingewiesen und Sie sind eine ganz tolle Frau. Danke, dass Sie heute da sind. Vielen Dank. Anastasia Umrecht. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.